Seid ihr ready für die nächste interessante Geschichte? Wobei ich mir mit diesem interessant nicht unbedingt sicher bin, denn heute schauen wir uns die Digital Bugs an. Ein Archetype, den man so an sich sowieso nicht wirklich auf dem Schirm hat. Man weiß, er existiert, aber man hat nicht wirklich so eine Ahnung, aus welchen Sets die genau kommen oder was deren Spielprinzip ist, außer man setzt sich damit wirklich akribisch auseinander. Was ich nicht getan habe. Weshalb natürlich gerade dieses Tutorial bzw. dieses Solo-Mode hier super ist dafür, weil dadurch lerne ich diese Digital Bugs nämlich ein wenig kennen. Und auch die Geschichte von denen. Denn die Digital Bugs transformieren sich selbst in mächtige Xyz-Monster mit besonderen Xyz-Beschwörungen. Vorsicht vor der Weiterentwicklung dieser unaufhaltsamen Käfer. Okay, also es handelt sich dabei natürlich um irgendwelche digitalen Käfer, die wahrscheinlich sich selber auf mysteriöse Weise weiterentwickeln und dadurch krasser werden oder sowas. Wir gehen aber mal rein und gucken uns das Ganze doch einmal an. Bock habe ich auf jeden Fall. Ich bin nämlich immer für gerade solche Artworks und für solche interessanten Themendecks sehr, sehr aufmerksam und habe da recht viel Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber das muss natürlich auch irgendwie delivern, ne? Und wenn es nicht delivert, dann ist es leider nichts für mich. Aber gucken wir uns doch einfach mal das Szenario an. Ah, okay. Und die erste Belohnung, die wir bekommen, ist schon mal kein Digital Bug, sondern ein heulendes Insekt. Ich meine, gut, wir haben hier natürlich die ganzen Käfer und damit ist das heulende Insekt natürlich eine gute Supportkarte dafür. Aber ich denke mal, so etwas wie dreimal das Resonanzinsekt wäre nochmal auch gar nicht mal ganz so falsch gewesen, oder? Oder wie war das mit dem Resonanzinsekt? Search das nur Insekten-Erde-Viecher oder Insekten generell? Ach, keine Ahnung. Wir gucken uns das Ganze doch einfach mal an. Oder der Kniffhüpfer, genau. Digitalkäfer im Cyberspace. Der rapide Fortschritt der Cybernetzwerke hat der Menschheit großen Nutzen gebracht. Sie sind jetzt integraler Bestandteil unseres Lebens. Dieser rapide Fortschritt und Wandel hinterließ jedoch mehrere kleine Bugs in den Ecken des Netzwerks. Anfangs waren es nur bedeutungslose Daten mit wenig Wirkung. Die Bugs sammelten jedoch Daten an und lernten mit der Zeit. Als wir sie bemerkten, hatten sie schon die Gestalt von Insekten angenommen. Experten glauben, ihre primären Ziele seien Fortpflanzung und Weiterentwicklung. Trotz ihrer unterschiedlichen Eigenschaften verhalten sie sich merkwürdigerweise, als wären sie eine Art mit einem einzigen Zweck. In unserer Welt gibt es die symbiotische Beziehung zwischen Ameisen und Blattläusen, bei der Ameisen Marienkäfer, die natürlichen Feinde der Blattläuse, verjagen und dafür Nektar erhalten. Ameisen und Blattläuse sind jedoch verschiedene Arten, mit unterschiedlichen Zielen. Wurden die Bugs vielleicht aus einem Datenelement geboren und gelten nur deshalb als verschiedene Arten, weil sie unterschiedlich aussehen? Es wird einige Zeit dauern, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Jedenfalls können wir die Bugs, die sich im ganzen Netzwerk verbreiten, nicht ignorieren. Netzwerkadministratoren bezeichnen diese Defekte, die schnell wachsen und sich weiterentwickeln, inzwischen als Digital Bugs. Sie ergreifen jetzt Maßnahmen, um diese Mängel zu beseitigen. Okay, also sind die Digital Bugs im Endeffekt einfach nur angesammelte Daten, die sich weiterentwickeln mit der Zeit, die eigene Ziele entwickeln und natürlich kann das Ganze auch extrem doofe Richtungen annehmen. Und zwar, dass sie sich so weiterentwickeln, dass sie vielleicht irgendwann das ganze Netzwerk für sich übernehmen. Und das muss man natürlich irgendwie verhindern. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Netzwerk abschalten und gut ist, oder was?
wird wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren. Aber, naja, gucken wir mal, wie das Ganze hier dann noch weitergeht. Und zwar, wenn wir beim Ziel angekommen sind. kann ich natürlich noch nicht angucken hier. Aber wir gehen erstmal in die Praktik rein. Wie wir das Ganze hier spielen, was die Digital Bugs so alles machen, wie man die ganzen Digital Bugs hier aufs Feld bringt und die Xyz-Beschwörung machen kann. Das werden wir hoffentlich jetzt lernen. Was macht ein Digital Bug Deck einzigartig? Durch Xyz-Beschwörungen von Xyz-Monstern von Typ Insekt mit Digital Bug-Monstern als Material kannst du ihnen eine Reihe von Effekten gewähren. Dieses Deck erlaubt es dir auch, die Stufen zu ändern und Materialien weiter zu stapeln, um bei Xyz-Beschwörungen schon noch mächtigere Monster zu beschwören, einschließlich Xyz-Monstern der Ränge 3, 5 und 7. Und es kotzt mich ein wenig an, dass man hier ein Leerzeichen hingesetzt hat. Das ist so, da hat jemand wohl gedacht, Mensch, das fällt keinem auf. Oder das ist denen selber nicht aufgefallen. Aber das kotzt mich gerade an, weil es einfach nicht in eine Reihe verläuft. Okay. Wahrscheinlich ist das auch nur eine Art von Bug. Okay, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir ziehen. Wir haben noch einen Digital Bug. Netzlöter. Und wir haben den 1000 Ried. Aha. Probiere eine Beschwörung von Netzlöter. Ja, das machen wir doch mal. Dann aktiviere ich den Effekt vom Netzlöter. Das macht was? Ich ändere die Kampfposition und wähle ein Monster aus meiner Hand zum Spezialbeschwören. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich eine Xyz-Beschwörung versuchen und das machen wir doch mal. Und zwar von Digital Bug Skara-Lüfter. Diese zwei hier. Machen wir mal im Angriffsmodus, oder? Das passt, glaube ich. Ja, passt. Was macht er? Ich soll die Lebenspunkte meines Gegners direkt angreifen, aber ich habe hier noch ein paar weitere Sachen, die ich machen kann. Hallo, ich kann noch beschwören. Ich kann auch was beschwören. Okay, dann eben nicht. Greife ich mal direkt an. Aktiviere den Effekt von Käfersignal und greife mit deinem als Spezialbeschwörung beschworenen Xyz-Monster direkt an. Okay. Dann aktiviere ich doch mal das Käfersignal. Was macht ein Käfersignal? Wähle ein Monster aus, das du kontrollierst. Okay. Und jetzt wähle ich... Ach, das ist quasi so eine Art von Rank-Up-Magic. Rank-Up-Magic für die Digital Bugs. Und jetzt beschwöre ich dann... Kernkohlweiß. Was? Okay, ich greife die Lebenspunkte meines Gegners direkt an mit Kernkohlweiß. Okay. Okay, mach ich. Ein komischer Name, aber gut, ist akzeptiert. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die Effekte von denen genau waren. Ich habe einfach nur befolgt, was ich machen sollte und es hat funktioniert. Ich meine, klar, hat auch natürlich funktioniert, weil es ist eben ein Tutorial und da muss es funktionieren. Wenn es nicht funktionieren würde, wäre das Ganze ein bisschen bescheiden. Aber gut, was willst du machen? Dann gucken wir uns doch mal an, was wir noch machen können. Was bekommen wir denn hier als Belohnung? Käfermatrix, ist glaube ich die Field Spell dazu. Wir gehen einfach mal in das nächste Duell rein mit unserem Leideck und schauen mal, ob ich es schaffe, diese Digital Bugs zum Sieg zu bringen. Wenn nicht, liegt es natürlich an meiner eigenen Dummheit. Der Galaxiewurm. Schutz der Spionlinge. Und ein Foolish Burial. Okay. Okay. Draw. Käfersignal, das ist doch schon mal gut. Also, was kannst du denn? Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kann ich zwei Material von dieser Karte abhängen und dann ein Monster wählen, das mein Gegner kontrolliert und die Kampfposition ändern. Und falls ich das tue, werden die Effekte bis zum Ende des Spielzugs annulliert. Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte ein Monster meines Gegners durch Kampf zerstört und Friedhof legt, kann ich das zerstörte Monster als Xyz-Material an diese Karte hängen. Klingt gut. Gibt es denn irgendwelche interessanten Graveyard-Effekte? Wir gucken mal. Also Foolish Burial wäre hier nicht drin, wenn es nicht irgendwelche interessanten Graveyard-Effekte geben würde. Oh Mann, ey. Okay, bla bla bla. Ich sehe nichts mit Grave. Hast du irgendwas mit Grave? Nee?
Nee. Hä, weshalb sollte ich denn hier irgendwas mit einem Grave machen? Ah, das ist doch bescheiden. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, weshalb ich hier irgendwas aus dem Grave, aufs Grave legen sollte. Legen wir aber mal Maxi aufs Grave. dann. Das Ding ist, er würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass mein Monster seinen Effekt verliert. Ja. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil egal was ich mache, ich komme, glaube ich, nicht dahin. Ja. Ich versuch's einfach mal mit unserem Galaxiewurm. Aktivierenden Effekt. Er wird wahrscheinlich jetzt ankommen. Dachte ich mir. Beide weg. Dann kann ich allerdings den Effekt hier nutzen. Wenn du ein Insektmonster der Stufe als Normalbeschwörer beschwörst, kann ich diese Karte Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Wunderschön. Das machen wir doch mal. Und dann muss ich mal gucken. Muss ich dich in die Angriffsposition setzen? Damit ich noch einen Effekt bekomme? Bla 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 bla. Kampfposition von einem Insektenmonster ändern. Das du kontrollierst. Mhm. Nee, ich will erstmal die Stufe nicht ändern. Weil, das ist ja egal, ob ich hier jetzt nur den Galaxiewurm annulliert habe. Hauptsache ist ja, dass ich hier jetzt die Möglichkeit habe, ja, anzugreifen, beziehungsweise eine Exis-Beschwörung zu machen. Ich ändere einfach mal deine Kampfposition. Dadurch kriege ich zwar keine Vorteile, aber das ist schon okay. Dann kann ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein Digital Bug Exis-Monster beschwöre. Wunderbar, der gute alte Skara-Lüfter. Und dann wird das hier aktiviert, das ist aber nicht so schön. Entferne ein Monster von Typ Insekt in deinem Friedhof aus dem Spiel. Wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Das finde ich jetzt nicht so schön, deswegen aktiviere ich mal Käfersignal und ranke mein Monster mal auf. Rank up Magic, Käfersignal. Dann kann ich, glaube ich, wieder diesen komischen Kernhampelmann da holen. Machen wir doch mal. Wird das Material an ihm drangelegt? Ja, es wird übertragen. Perfekt. Was hast du denn jetzt für einen Effekt? Okay. Indem du zwei Material... Warte mal. Bla 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 bla. Auch als Exis-Beschwörung beschwören, indem ich zwei Exis-Material von einem Exis-Monster von Typ Insekt des Rangs 3 oder 4 abhänge. Ich bin ein bisschen müde. Oh Gott, Leute. Wieso bin ich so müde? Bla bla bla, okay, dann kann ich das Material... Okay, 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 okay. Einmal pro Spielzug kann ich ein Exis-Material von dieser Karte abhängen und dann ein Monster in Verhängungsposition wählen, das mein Gegner kontrolliert. Ich mische es ins Deck. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Hätte ich mal die Möglichkeit gehabt, das zu ändern. Aber gut, ist halt so. Einmal pro Spielzug, falls die Kampfposition eines oder mehreren Monster auf dem Spielfeld geändert wird, kann ich ein Monster von Typ Insekt von meinem Friedhof als Exis-Material an diese Karte dranhängen. Oh, das ist natürlich gar nicht mal ganz so falsch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich könnte jetzt deine Wenigkeit nehmen. Diese Karte kann ich auch als Exis-Beschwörung beschwören, indem ich zwei Material von einem Exis-Monster von Typ Insekt des Rangs 5 oder 6 abhänge, das ich kontrolliere und dann das als Exis-Monster, dann das Exis-Monster als Material verwende. Okay. Dann habe ich natürlich ein krasses Ding, ne? Durchschlagende Kampfschaden. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kann ich ein Material abhängen. Diese Karte kann dann zerstöre das oder die offene Monster mit den höchsten Verteilungen, die mein Gegner kontrolliert. Okay, mache ich einfach mal. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich leg dich weg und dich weg. Komm, weg damit. Weg damit. Los. Dann werde ich mal aufranken. Okay, das hat so ein kleines bisschen Zodiac-Feeling. Dann aktiviere ich doch mal den Effekt. Ich hänge dich mal ab, mein Lieber. Dann zerstöre ich den hier und dann gehe ich einfach mal in die Battle Phase, oder? Zack, rein da. Gott, ey, die Digital Bugs. Man muss sich da echt erstmal so ein kleines bisschen reinfuchsen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal ganz so schlecht. Die Digital Bugs machen schon ziemlich viel Spaß. Was ist denn diese Karte nochmal? Ah, okay. Okay, dann gucke ich doch mal.
Na komm, ich werde die einfach mal so beschwören. Das passt schon. Dann würde ich sagen, durchschlagenden Kampfschaden vor allem. Und das heulende Insekt kann sich, glaube ich, nur, da kann er was spezial beschwören. Ja gut, dann würde ich doch einfach mal sagen, aktiviere ich mal den Effekt, oder? Weg damit, zerstöre ich doch sein Monster. Und dann greife ich direkt an. Das ist sogar ein Klick-Effekt? Ach, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers. Okay, nehme ich. Jetzt hat er nur noch 2-6. Das heißt, ein direkter Angriff mit meinem Nashorn. Bus. Okay. Okay, was aktiviert denn der jetzt? Grünes Heiligtum. Okay. Das ist natürlich interessant. Ah. Das ist also Revival. Auch nicht schlecht. Ziehe ich mal. Da haben wir wieder diese Falle. Dann aktiviere ich doch erstmal Flederwisch, weil ich möchte nicht, dass du irgendwelche Vorteile generieren kannst. Zack. Du hast leider kein Material mehr. Das finde ich ein bisschen doof. Dann gehe ich einfach mal in die Battle Phase und greife mal da erst an. Zack. Und dann beende ich meinen Zug. Vielleicht gebe ich ihm damit die Möglichkeit, irgendeine Art von Exis-Beschwörung durchzuziehen, aber das ist schon okay. Oh nein! Bitte nicht! Was? Okay, der möchte das heulende Insekt triggern. Und holt sich dann ein Monster mit weniger Verteidigungspunkten, damit ich auf jeden Fall gewinnen kann. Das war ein Geniestreich. Das muss ich ja wirklich mal sagen. I like. Okay, einfach nur rein da, die gute Olga. Wunderbar. Victory. Ja, wunderschön. Dann gehen wir doch mal direkt ins nächste Duell und zwar mit meinem Deck. Und das hat sich natürlich noch nicht wirklich großartig geändert. Meine Numerons sind immer noch am Start. Mit denen habe ich immer noch ganz viel Spaß. Und die werden vermutlich die Digital Bugs hier ziemlich hart in den Popo bumsen. Würde ich mal spontan behaupten. Das sieht auch schon mal nach sehr, sehr guten Grundvoraussetzungen an. Na gut, natürlich jetzt die Falle da unten nicht. Also wird wahrscheinlich dieses komische Spinnennetz oder was auch immer sein. Finde ich natürlich nicht so schön. Aber da können wir, glaube ich, ein bisschen drum rumkommen. Holen wir uns doch erstmal Numeron Network. Dann würde ich sagen, Numeron Network aktivieren und dann aktivieren wir auch direkt Numeron Calling. Dann holen wir uns unsere wunderbaren Numerons und das wird, je nachdem, was er da unten jetzt liegen hat, vielleicht schon ausreichen. Zack. Zack. Und du warst nochmal... Okay, einfach nur von seinem Deck irgendwas hinzufügen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, machen mal hier... Zack. Dann aktiviere ich den Effekt. Okay, der kann jetzt natürlich die ganze Zeit floaten, das ist nicht so schön. Hauptsache er floatet, wenn... Also, Hauptsache er floatet in irgendein Digital Bug, das wäre schön. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Effekt gar nicht aktiviert. Ich Idiot! Wenn er jetzt in ein Digital Bug floatet, dann hätte ich gewinnen können. Ah, oh, reu dich. Ich hätte gewinnen können. Oder auch nicht. Ja, komm, ist akzeptiert. Misplays, Leute. Misplays finden auch immer und immer wieder statt. Da kann man leider nichts gegen machen. Und er holt sich jetzt wieder was Neues. Das ist schon okay. Das ist okay. Dann gehen wir in die Main Phase 2. Mein Megaklops bringt dir nichts, weil er hat ja ebenfalls ganz viele Exis-Monster. Dann gehe ich einfach mal in mein Sanya. Perfekt. Bumm. Dann banische ich den Kram. Dann lege ich hier einfach nur Unchained hin und dich. Und dann war's das erstmal. Er will jetzt reviven und möchte dann ein Xyz-Monster beschwören. Das kann er sehr gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Weil das Xyz-Monster werde ich ihm einfach nur verdeckt setzen. Das ist schon alles kein Problem. Da mache ich nämlich den hier und weg ist die Lauge. Ne? Dann kann er nämlich nichts mehr machen.
Und ich kann jetzt, glaube ich, sogar mit 10.000 rein, wenn mich nicht alles täuscht. Denn ich bekomme jetzt erst einmal meine Nummer C1 wieder. Zack. Schön. Dann habe ich hier nämlich, Sarama. Dann hole ich mir erst einmal Rakea. Okay, kann ich leider nicht. Ich komme nämlich leider nicht auf ein weiteres Numeron Network und ich habe mein Chaos Ritual nicht in der Hand. Ja, das ist immer so ein bisschen das Räudige daran, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, immer genau das zu kriegen, was ich letzten Endes brauche. Aber gut, dann machen wir das eben so. Beschwören Arua, aktivieren den Effekt von Sarama, holen uns losgekettete Seele, perfekt, aktivieren den Effekt, pitchen hier Numeron Calling, zerstören sein Monster und gehen für Game. Zack. Zack. Ja, das ist immer so ein bisschen das Doofe. Ich habe zwar jetzt Numeron Network auf dem Feld, aber ich brauche Numeron Network ja im Grave oder in der Banished Zone. Und wenn ich dann nicht noch einmal irgendwie Chaos Ritual in der Hand habe oder Numeron Network zur Verfügung, dann kann ich leider nicht in ein Numeronius gehen. Leider. Ah, aber gut, das war doch auch gar nicht mal so schlecht. Und hier haben wir sogar die Selbstzerstörungsameise. Ziemlich niedliches Artwork und es macht gleich einfach nur BUM. Ja, perfekt. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, was denn die Menschheit gegen die Digital Bugs so unternimmt. Denn wir wissen ja, sie vermehren sich und entwickeln sich immer weiter. Aber was kann man denn dagegen machen? Bevor die jetzt wirklich anfangen und die komplette Kontrolle übers Netzwerk übernehmen, müssen wir ja irgendetwas getan haben. Und das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Die Digital Bugs sind Schädlinge, die Cybernetzwerke verschlingen. Aufgrund dieser Erkenntnis haben die Netzwerkadministratoren einen groß angelegten Beseitigungsplan implementiert. Mit dem Beseitigungsplan, an dem vor allem Netzwerktechniker beteiligt waren, konnten die Digital Bugs ausgerottet werden. Die Defekte wurden beseitigt und der Frieden wiederhergestellt. Aber dieser Frieden war nur von kurzer Dauer. Das Netzwerk wurde anfälliger, als es vor Beginn der Offensive gewesen war. Einige Digital Bugs hatten anscheinend die Ausrottungsversuche überlebt. Die Techniker, die diesen Verdacht hegten, führten einen gründlichen Scan durch. Natürlich fanden sie keine Digital Bugs. Inzwischen nahmen die Störungen global zu. Wo konnte die Ursache dieser Probleme liegen? Was war der große Unterschied zwischen vor und nach der Störung? Die Antwort war klar. Es war die Existenz der Digital Bugs. Nach eingehender Beratung beschlossen die Techniker, die gespeicherten Digital Bug-Daten wieder im Netzwerk freizusetzen. Diese Entscheidung gab sofort Aufschluss über die verblüffende Störung. Es gab nur eine mögliche Erklärung. Die Digital Bugs behoben fatale Fehler und trugen zur Stabilisierung des Netzwerks bei. Es war fast so, als gäbe es eine symbiotische Beziehung zwischen Menschen und den Digital Bugs. Indem sie Bienen einen Lebensraum bieten, kommen Menschen an Honig. Ebenso können sie ein Cybernetzwerk für Digital Bugs bereitstellen und so die Defekte beseitigen. Seitdem werden diejenigen, die spürbare Störungen verursachen, beseitigt, aber eine umfassende Beseitigung wird vermieden. Menschen haben sich zur Koexistenz mit den Digital Bugs entschlossen. So, so, es sind also gar keine richtigen Problememacher, sondern sie beheben diese Probleme. Und wir Menschen haben natürlich erst einmal von dem Schlimmsten gedacht, ne? Wir haben erst gedacht, Mensch, das sind ja richtig, richtig miese Eumel. Und die wollen uns einfach nur kaputt machen. Die wollen unser Netzwerk übernehmen. Die wollen die Kontrolle über die Welt haben. Diese kleinen Käfer. Aber hey, ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt wissen wir wenigstens, dass die Digital Bugs nichts Schlimmes sind, dass sie nichts Böses wollen. Sie beheben im Endeffekt die Defekte und helfen uns,
letzten Endes das Netzwerk sicherer zu machen. Natürlich gibt es auch hier und da eben Digital Bugs, die selbst einen gewissen Defekt haben und die muss man dann beseitigen. Aber grundlegend sind sie auf unserer Seite und wir koexistieren. Das ist doch schön, das sollten wir uns, glaube ich, mal zum Herzen nehmen und mit ganz vielen anderen Lebewesen auch koexistieren, ne? Und nicht einfach alles abschlachten. Das wäre doch auch gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, finde ich auch. Und mit diesen Worten beende ich das Ganze hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein, ciao!